So. Boah, ist das nervig. So. Okay, ihr habt das Ding gesehen. Ich glaube, ihr werdet es verstehen, dass ich da jetzt keinen Bock drauf habe. Ich habe da wirklich keinen Nerv jetzt für, so eine Scheiße da jetzt zu machen und das dann auch noch 3, 4, 5, 6.000 Mal. Nein, danke. Echt nicht. Nee. Halt die Fresse. Fick dich. Stirb. Gott, ey. So. Oh nee, jetzt kommt das hier auch. Nicht ehrlich, oder? Ja! Da, schon wieder. Ich habe nach unten gedrückt. Er hat sogar unten diesen Haken hier angezeigt. Und trotzdem... Boah, geht mir das auf die Eier gerade so ein bisschen. Hoch, danke. Hallo! So, nu. Lass doch los! Warum? Okay, wo fährt die Kiste lang? Die fährt einfach nur da durch, gerade danach. Versuchen wir es einfach. So. Ach ja. Nee, danke, ja. Hm. Nee, ja, hm, ja. Ach, da ist noch ein Schalter. Nee, ist nämlich eben nicht. Hä? Oh, ich glaube, ich weiß wie. Hm. Aber es ist schön, dass die hier Rätsel eingebaut haben. Also das gefällt mir gut. Nur ich bin halt so ein bisschen gereizt gerade von den Rätseln. Aber das kennt man ja von mir, dass ich mal schnell so ein bisschen abgefuckt bin. Es ist nicht schwer, aber es ist schön. Es ist schön gemacht. So, Aufgabe. Erreiche die Oberfläche. Ja, habe ich doch gerade erreicht. Habt ihr doch mir schon geschrieben. Hey, I found a way out. It's just past the next room. But there's a rusty old gate blocking the way. There's a way to open it from your side, but be ready. When the racket starts, every guard down here will come running. Okay. 3 Punkte habe ich. 3 Punkte. Ein Gleitkick will ich nicht, das will ich mir eigentlich holen, aber ich glaube, ich werde was anderes machen kriegen, wenn ja. Nein. Ja, ich glaube, ich werde das hier einfach mal machen, weil auf Gegner auf, oder? Hängen? Henkerslied. Halt, Fan packen. Hm.
Wie mache ich das denn jetzt? Kaiserlicher Abgrund. Während du direkt unter einem Feind stehst oder hängst, drücke nach oben und dann X, um ihn in dein vorzeitiges Grab zu ziehen. Ja. Wir sparen uns die Punkte einfach mal. Unterhalb des alten Tors. Hier ist ja niemand. Ist ja leer hier. Gut, da ist eine Tür zum Öffnen. Da ist auch eine Tür zum Öffnen. Hier sind Schächte, hier sind Türen. Hier ist noch eine Tür zum Verstecken. Obwohl hier gar keine Gegner sind. Okay, den Schalter kann ich auch nicht umlegen. Den kann ich umlegen. Der macht irgendeine Tür auf oben. Diese Tür hier. Nein. War doch eigentlich klar. Die auch nicht. Super. Was hat das denn jetzt gebracht, diesen Schalter zu rücken? Die Tür auch nicht? Ach so. Was ist das gedacht? Someone activated the old cargo door. Get down there and find them. Ob es das wohl bringt, wenn ich einfach hier warte? Natürlich nicht. Ich hab den ja nicht irgendwie runter. Ich hab ja nicht irgendwie runter und X gedrückt. Someone activated the old cargo door. Get down there and find them. Okay, Der geht einfach nur durch. Der nächste, der kommt, der wird mich erwischen. Das heißt, aber der Hund wird mich hier erwischen. Okay. Wie haben die sich das gedacht, ist jetzt die Frage. So, nochmal drinnen verstecken. Dürfte ja eigentlich nicht so schwer sein, weil der Typ mich ja nicht gesehen hat. Wenn die mich jetzt alle auf einmal finden, würde ich mich richtig abfacken. Ja, lauft schön alle nach links. Komm schon. Hell yes! So. Das war so klar. So. Jetzt verstecken wir uns nochmal hier drinnen, warten einfach die Zeit ab. Die komplette Zeit diesmal abwarten. Und dann sollte das eigentlich in trockenen Tüchern sein. Eben hat es ja auch geklappt, eben hat mich ja auch keiner erwischt. Das heißt, jetzt nur die 20 Sekunden, die warte ich jetzt hier in diesem Versteck. Weil sowieso keiner weiß, dass ich da bin und mich auch keiner gesehen hat, wie ich da rein verschwunden bin. Und deswegen, ja. Einfach noch kurz warten. Zack, zack und ich bin weg. Haha, ich habe es geschafft.
Ich bin der Beste. Now let's get out of here. Gut. Vor unergründlichen Abgründen. Witziges Wortspiel. Ehre insgesamt nur 2. Na gut. Level vollständig 0. Na gut, okay, ich habe viel übersehen, das muss ich sagen. Aber naja. Das ist mehr so ein Run-Through, kann man sagen. Verstärkt der Stoff. Gepanzerte Kleidung bietet mehr Schutz, ohne Beweglichkeit und Schnelligkeit zu beeinträchtigen. Das ist meins. Schuhwerk, um deine Geräusche beim Laufen zu vermindern, aber nicht völlig unhörbar zu sein. Das wird dann wohl das nächste sein. Was ist das hier? Wurden in starkes Halluzinogen getaucht und treiben einen normalen Menschen in Angst und Wahnsinn. Cool. Alles klar. Gucken wir mal weiter. So nice to see the moonlight again. We made it to the inner keep. Come on. Genau, andere freuen sich noch über das Sonnenlicht wiederzusehen und sie freut sich über das Mondlicht. Hammergeil. Aber sie ist ja auch ein Ninja. Ninja. We can't let the Count get away. Before you try to catch him, cut off his escape routes. And watch out. Looks like his best troops are on patrol. They won't be easy to take down, so do your best to sneak past them. Der Hund wird mich nicht entdecken. Der ist tot, bevor er mich entdeckt. Lieber die Leiche da drin oder den Hund? Die Leiche. Der Hund kann noch anders so schauen sein. Okay. Oh. Ja, natürlich hast du mich noch gesehen. Bestimmt. Ich will den Body. I'm dragging the body. Down here. Down here. Ach, das ist noch abgeschlossen. Alter. Junge, du Scheißkörper, verpiss dich. Denn hier? Ein Katzenjammer. Und diese Kiste, wo ich nicht weiß, was mir das jetzt bringt, dass ich die da wegschiebe. Ah, ich habe einen Raumübergang. Cool. Naja, habe ich noch nicht mal. Hammermäßig. Das hat mir also nichts gebracht. Das ist ein Sniper. Heilige Scheiße. Schuss und ich bin weg. Versuchen wir mal was. So. Und dann locken wir ihn mal hier rüber. Hallo. Renn. Oh. Geschafft. Genauso wie ich es wollte. Da ist der Sniper. Soll ich den nochmal trollen? Ich sehe den doch. Habe ich den nochmal getrollt. So, jetzt gehen wir nach hier oben und gucken mal, wie es hier weitergeht. Ein schlafender Penner.
Okay.